Ich müsste ein Feuer machen, um mich aufzuwärmen. Das will ich allerdings nicht. Ich möchte eigentlich kein Feuer machen, ne? Wir haben halt auch nicht mehr wirklich viel an Feuerholz dabei. Nicht zu sagen, gar nichts. Kann das ja nicht, wir schon wieder kurz davor hier sterben? Bloß weil ich ein bisschen Zeug auseinandergenommen habe. Naja. Der hält aber auch wirklich nichts aus, ne? Gut, wir müssen den Zwischenstopp in Holz, im Holzfällerlager machen. Wir müssen da hingehen. Ja, wir wissen alle, dass der kalt ist. Nehmt dort das Zeug ein bisschen auseinander. Bisschen. Ah, liegt dort noch Holz rum? Weiß ich gerade gar nicht, ob da Stöcke rumliegen. Könnte sein, dass da noch Holz rumliegt, ne? Die Stühle und das Zeug nehme ich auf jeden Fall dann gleich. Ne, das Gras. Mich dann gleich auseinander und werde dann aus den Stühlen Feuerholz herstellen, was ich dann gleich refinanziere und in den Ofen hau, damit ich mich aufwärme. Währenddessen ich mich aufwärme, kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen Zeug zerlegen, damit wir wieder leichter werden. Das wäre jetzt so mein aktueller Plan. Denn so langsam macht das ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Können wir vielleicht noch was essen? Das wäre doch noch mal eventuell eine Möglichkeit, um. Oh, sieht schlecht aus. Ist halt arschkalt, ne? Dagegen können wir allerdings gerade nichts tun. Wie sieht's hier eigentlich aus mit dem Gewicht? Das steht nicht hier, das steht aber hier oben, ne? 10 Kilo drüber. Ich bin halt gleich 10 Kilo, ich halt gleich ordentlich, ne? Was natürlich die Alternative ist zu der ganzen Taktik, die ich so habe. Ja, ich hab's kapiert, dass der kalt ist. Ich hab's kapiert, dass du nicht mehr rennen kannst, Willi. Ich könnte meine Taschen im Holzfällerlager leeren. Kurzzeitig. Und sammle außerhalb Holz. Aber ich glaube, das ist keine sonderlich kluge Idee. Vielleicht wird man ja auch vom Auseinandernehmen ein bisschen warm noch. Wenigstens so ein kleines bisschen. Das wäre doch schon mal ein Anfang, ne? Wir verlieren wenigstens nicht super schnell Leben. Allerdings dauert das noch 3 Jahre, bis wir überhaupt mal ankommen, ne? Das ist eine klare Angelegenheit. Ja, ich werde dann auf jeden Fall im Holzfällerlager ein bisschen Zeug erstmal ablegen. Und Möbel auseinandernehmen. Und mit den Möbeln dann schön Feuerholz herstellen, was ich verbrenne, um mich aufzuwärmen. Außer, mir wird vom Auseinandernehmen schon warm. Dann brauche ich mich nicht mehr aufwärmen, sondern wenn ich dann schon warm bin, renne ich gleich weiter. Ansonsten nehme ich Zeug am Ofen auseinander. Also Stoff, Zeug und so, Jacken und keine Ahnung, Hosen, so ein Zeug. Ich kann ja dann vielleicht sogar noch mein altes Zeug reparieren, was mir eventuell noch mal ein bisschen was an Stoff weniger bringt. Allerdings wiegt halt Stoff nichts, ne? Aber 0,1 sind mehr als 0,0. Das läppert sich halt auch, ne? Wenn du ein Kilo Stoff mit herumschleppst. Gut, da müssten wir ganz viel Stoff haben, was wir nicht haben, um auf ein Kilo zu kommen, aber naja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir sind bald da, hoffe ich mal, in Klammern. Also, wir sind ja schon mal in Sichtweite. Ich habe noch nie über eine spannende Folge erlebt, ne? Unglaublich, aber wahr. Naja, egal. Wir kriegen es hin.
Ich hänge gleich da, dann nehme ich schön Schalke auseinander. Das wird auch nicht ultra spannend, aber zumindest werden wir noch einen Ticken überleben. Hoffe ich. Hoffe ich mir sehr. Leider kann man hier keine Bäume fällen, obwohl das glaube ich auch nicht ganz so. Na, ich weiß gar nicht, ob das realistisch wäre, wenn man Bäume fällen würde. Ich glaube nicht. Weil wir haben ja keine Kettensäge oder sowas. Und mit einer Axt einen Baum fällen dauert ja dann auch noch mal ein, zwei Stunden. Nicht so lange, wie wir Holz am Boden finden, denke ich mal, wäre es klüger, das Holz am Boden zu finden, als hier irgendwelche Bäume auseinanderzunehmen. Würde ich behaupten, ne? So. Okay, da hinten gibt es auch noch mal eine ganze Menge Holz, was gerade so am Boden rumliegt. Wir gucken mal. Hier wird mir halt zwar langsam bloß, aber hier drin wird mir wenigstens warm. Was schon mal ein Anfang ist. So, jetzt muss ich gucken. 15 Kilo. Was kann ich hier reinwerfen? Kann ich das nach Gewicht, kann ich doch einfach hier sortieren. Ich tu mal 4,5 Liter Wasser rein. Ich bin immer in 4,5 Kilo, ne? Ich habe ja Bedenken. Dann kann die Knarre weg. Ja, das sind wirklich auch schon 1,9 Kilo, ne? Die Schuhe hier, die kann hier rein. Der Kanister, der kann meinetwegen. Ach, ich hole dich voll. Na gut. Ja, ich voll. Aber wir können wieder laufen. Das ist gut. Das ist echt gut. Oh. Hier können wir ja auch Zeug reinwerfen. So, das Seil 5 Kilo, okay. Die Axt kann hier meinetwegen noch rein. Ach so, das Ding kann auch 5 Kilo tragen. Das ist ja nichts. Das ist ja wirklich nichts. Dich nehme ich mal noch auseinander für Stoff. Ich denke, das ist okay. Dich immer auch noch mal auseinander. 9 Minuten sollte gehen. Gut, wir sind erstmal nicht mehr unterkühlt. Das ist prinzipiell schon mal echt gut. Wie sieht's denn eigentlich jetzt aus mit Dingensbummens? Draußen herrscht gerade gefühlt ein Schneesturm. Wahrscheinlich nicht nur gefühlt, ist tatsächlich wahrscheinlich so. Das nehme ich auch mal nochmal auseinander. Und dann gehe ich nochmal raus. Das ist jetzt nicht so klug. Denn jetzt, in dem Moment, wo wir hier in das Wetter gehen, verlieren wir natürlich wieder rapide schnell unsere gerade gewonnene Wärme. Aber ich will ja hier noch ein bisschen was rausholen. Komm. Knall, Krach, Bumm, Klirr. Und Tschüssikowski. Dich kann man nicht auseinandernehmen, ne? Nö. Gut. Knall, Krach, Bumm, Klirr und Tschüssikowski. Dich ebenfalls und Tschüssikowski. Gut, jetzt wird es langsam dunkel. Ach so, ich habe nichts im Inventory. Ich muss mal. Ja, deshalb wirst du ja jetzt 10 Stunden pennen dürfen. Wenn der 10 Stunden nicht reichen, dann weiß ich auch nicht, was du noch machen willst, ne? 10 Stunden. Als ob die in meinem Mund ist immer noch dunkel ist. Pennst du halt nochmal 2 Stunden, ne? Oh, ich bin am Durst. Ich habe ich aber erst gesehen, als ich mich nochmal hingelegt habe. Na gut. Nö. Ja, gut. Dann trink. Dankeschön. Hier krieg ich noch das hinten drauf. Und hier, komm. Frisst du das noch und dann sieht's doch gut aus. Ich hoffe ich mal in Klammern. Geschmackloser und frischer.
Komm. Jetzt sieht's aber doch echt gut aus. Ja, ich will kein Licht machen. Ich möchte Zeug auseinandernehmen. Hier hinten nicht, nichts mehr. Bin ich mir relativ sicher. Aber hier haben wir nochmal ein Regal. Ich werde allerdings nicht auseinandernehmen können. Ein Bett mit Leiche. Ja. Toll.